Seit dem Wochenende ist es fix. Die Österreicher werden wieder eingesperrt. Die Österreicher müssen für die Untätigkeit der schwarz-grünen Regierung büßen. Eine sündhaft teure Ampel ohne Nutzen, der vernachlässigte Schutz der Risikogruppen, keine Aufstockung der Intensivbetten für die herbeigeschworene zweite Welle und unzählige Pressekonferenzen, die nur eines zum Zweck hatten, nämlich die nächsten Pressekonferenzen anzukündigen. All das prägt die schwächste Regierung der Zweiten Republik. Wie auch immer. Schuld an dem Lockdown war ohnehin niemals die Regierung selbst, sondern immer nur die bösen Österreicher. Zuerst die schlimmen Reiserückkehrer und Urlauber und dann haben wir gelernt, dass Österreich die Nation der Garagenpartys ist. Und schlussendlich waren es dann die Bürger, die es sich noch leisten konnten, einkaufen zu gehen. Sie alle sind die bösen Gefährder. Zumindest, wenn es nach kurz geht. Anstatt, dass man Terroristen und Islamisten rechtzeitig einsperrt, sind es nun eben die Österreicher, die hinter Schloss und Riegel gesetzt werden. Doch die Bürger fragen sich zu Recht, wie geht es jetzt weiter? Ich verrate es euch, zumindest wie ich es glaube. Öfters irren als diese Bundesregierung kann man sich ohnehin nicht mehr. Bis zum 6. Dezember steht unsere Heimat erstmal still. Danach sind die Österreicher wieder gut genug und dürfen ihr letztes Erspartes für Weihnachtseinkäufe ausgeben, um jenen Handel zu retten, den die Regierung ohnehin schon ruiniert hat. All das funktioniert nur, sofern die Österreicher noch genug Geld haben. Geld, das bis dahin wahrscheinlich schon bei Internetgiganten wie Amazon oder Zalando gelandet ist. Und der Einkauf in den Geschäften ist ohnehin nur möglich, wenn man sich den ach so freiwilligen Massentests hingibt. Da lachen ja die Hühner. So freiwillig wie in der Slowakei, Herr Kurz? Denn wer dort nicht teilnehmen wollte, durfte seine Wohnung nur in einem Umkreis von 100 Meter verlassen. So sieht es also mit der Freiwilligkeit tatsächlich aus. Wenn die Freiwilligkeit dann doch zur Pflicht geworden ist, hat dann irgendwann im Dezember Messias Kurz seinen ganz großen Auftritt. Einen Auftritt, wo Kurz den Österreichern Weihnachten schenkt. Ich ermögliche euch ein Weihnachtsfest im Kreise eurer Liebsten, wird es heißen. Die bestens gefütterten Mainstream-Medien völlig aus dem Häuschen, die Titelblätter voll mit der erlösenden Botschaft des Heilbringers. Doch auch irgendwann ist der letzte Weihnachtskeks gegessen, die Christbaumkugeln wieder im Keller verstaut und der letzte Glücksbringer verteilt. Zeit für die Rückkehr zur neuen Normalität. Und dann kommt Kurz. Liebe Österreicher, ihr wart nicht artig und brav. Die Weihnachtsfeiertage haben einen Rekordanstieg an Neuinfektionen gebracht, titeln die Medien dieses Landes. Und dann kommt, was eben kommen muss. Lockdown Nummer 3. Schuld daran? Die Österreicher, die maskenlos Weihnachtslieder vor dem Christbaum gesungen haben und den eigenen Eltern die Geschenke ohne Gummihandschuhe überreicht haben. Doch es gibt Licht am Ende des Tunnels, um es mit den Worten des Kanzlers zu sagen. Die Impfung für alle naht. Selbstverständlich freiwillig, versteht sich. Prosit, na ja.